Wir werden im Laufe des Abends nach unserem Bürgerdialog sicherlich sehen, dass man uns so nicht klein kriegt, im Osten nicht, aber hier ganz gewiss auch nicht. Ganz herzliches Willkommen an Sie und euch zum Bürgerdialog der Landesgruppe Berlin, der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wer von Ihnen hat mitbekommen, was in Brasilien los ist? X wurde verboten. X wurde abgestellt. Elon Musk hat daraufhin Starlink zur Verfügung gestellt, sodass die Leute trotzdem über Satellit zugreifen können. Daraufhin hat der oberste Richter des Landes verfügt, jeder, der ein Tweet absetzt, wird mit, ich glaube, $8,000 oder $10,000 Strafe bestraft. Dieses Thema Zensur, was dort gerade in Brasilien hochkocht und heiß kocht, zeigt, wo es hingeht. Die wollen die totale Zensur. Und wir haben das Gleiche auf EU-Ebene auch. Wir haben dort den Digital Service Act, der genau das möglich macht, das Abschalten einer gesamten Plattform, nicht eines einzelnen Tweets oder eines einzelnen Posts, sondern die ganze Plattform wird platt gemacht, wenn die das wollen. Und dass die das wollen, haben die schon angedroht. Der Arbeitskreis Digitales steht hier und sagt Ihnen, das, was dort passiert, ist wirklich wichtig. Haben Sie das im Auge, aber seien Sie gewiss, dass wir die Stimme der Meinungsfreiheit im Deutschen Bundestag weiter hochhalten werden und damit die Demokratie verteidigen wie sonst keiner. Vielen Dank. Nancy Faeser, unsere Bundes-Nancy, zu den Erkenntnissen und Konsequenzen, die sie zieht oder nicht zieht aus Solingen. Am Tag davor gab es eine Sondersitzung in NRW. Es begann damit, dass sie ganz huldreich versicherte, sie wolle sich nicht in Schuldzuweisungen ergehen. Die oberste Regierungsverantwortung, die Verantwortung tragen für alles, wollen sich nicht in Schuldzuweisungen ergehen, finde ich reizend. 28 Afghanen, die sie abgeschoben haben, aber ich bitte Sie, wir haben offene Grenzen. Niemand verhindert, dass wir am nächsten Tag wieder hier sind.